Für viele Jugendliche begann mit dieser Woche ein neuer Lebensabschnitt. Nachdem sie ihre Schulzeit erfolgreich hinter sich gebracht haben, beginnt nun die Zeit der Lehre. Viele wechseln nun von Hotel Mama in ein eigenständiges Leben und beziehen ein Zimmer im Lehrlingswohnheim am Viehmarkt der Volkssolidarität Bösneck. Die neue Mama für die Zeit im Wohnheim, Katrin Zentner, Leiterin des Lehrlingswohnheims, begrüßte die neuen Bewohner. Da sie sich für jeden die Zeit nahm, kam es auch zu kurzen Wartezeiten. Nachdem die Lehrlinge ihre Schlüssel für die Zimmer bekommen hatten, begleiteten die Mitarbeiter die Neuen in ihr Domizil für die Lehrzeit und gaben alle Infos zu den Zimmern und den Verhaltensregeln im Wohnheim. Die Lehrlinge in der Branche M&M, Metall und Medien hatten auch die Möglichkeit, bei einem Tag der offenen Tür die Lehrräume mit ihren Eltern in der staatlichen Berufsschule zu besichtigen. Dabei lernten sie auch schon die ersten Lehrausbilder kennen. Nachdem die Zimmer bezogen waren, gab es einen kleinen Festakt im Lehrlingswohnheim. Die Lehrlinge und ihre Angehörigen wurden dabei herzlich begrüßt von Frank Mülius, dem Schulleiter der staatlichen Berufsschule Pösneck, von Marc Rosner, dem Schulleiter Berufsschulzentrum Hermsdorf, Schleiz und Pösneck und von Christian Hergott als Vorstandsvorsitzenden der Volkssolidarität Pösneck e.V. Den neuen Lehrlingen wurde dabei ein kleiner Überblick über die bevorstehende Zeit vermittelt. Wir von Saale Info TV wünschen allen Lehrlingen eine erfolgreiche Lehre und eine schöne Zeit in Pösneck.